In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie gesammelt für alle Mitglieder die IBAN bzw. BIC-Nummer erzeugen können, sofern Sie aktuell noch die Kontonummern und Bankleitzahlen im alten Format hinterlegt haben. Begeben Sie sich hierzu bitte über den Menüpunkt Dienste, Daten Import-Export in den Assistenten zur IBAN BIC-Ergänzung. Im Assistenten zur IBAN BIC-Ergänzung klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um den Vorgang zu starten. Im nächsten Schritt geben Sie die Exportoptionen an. Im Rahmen der IBAN BIC-Ergänzung wird eine CSV-Datei bzw. Excel-Datei erstellt, welche im Anschluss entweder Ihrer Hausbank zur Verfügung gestellt werden sollte oder über ein IBAN-Converter-Programm, welches Sie auf der Internetseite Ihrer Hausbank herunterladen können, in das aktuell für SEPA-konforme Format umgerechnet. Geben Sie unter Speicherort bitte das Verzeichnis an, in welchem Ihre CSV-Datei exportiert werden soll. In unserem Fall lassen wir die Datei direkt auf dem Desktop erstellen. Geben Sie in dem Feld Exportdatei den Namen der Exportdatei an. Dieser wird automatisch vom Programm generiert und muss nicht unbedingt geändert werden. Im Format behalten Sie bitte das Format CSV bei. Wollen Sie, dass die Datei als ZIP-Archiv gespeichert wird, um zum Beispiel Platz zu sparen, aktivieren Sie bitte die Funktion Datei als ZIP-Archiv speichern. Haben Sie nun alle Einstellungen zum Export getroffen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Der Export wurde nun durchgeführt und die Datei wird in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis gespeichert. Nachdem die Datei nun durch Ihre Hausbank oder das SEPA-Konvertierungsprogramm bearbeitet wurde, können Sie diese Datei im nächsten Schritt wieder einlesen. Geben Sie hierzu wiederum das Verzeichnis an, in welchem sich die bearbeitete Datei befindet. Über die Schaltfläche mit den drei Punkten können Sie komfortabel durch Ihr System navigieren und die erstellte Datei heraussuchen. Über die Schaltfläche Weiter starten Sie den Import und haben nun noch die Möglichkeit, ob Sie die Änderungen beibehalten wollen oder verwerfen wollen, sodass keine Änderung innerhalb Ihrer Mitgliedsdaten erfolgt. Ebenfalls können Sie sich das Protokoll, in welchem die Änderungen aufgeführt sind, auch im Texteditor öffnen. Wollen Sie nun, dass Ihre Mitglieder über die Bankverbindungen im SEPA-Format ergänzt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen.